Und die Schmidt-Nuster-Sammlung. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles um die Themen Nähen und DIY. Und wenn du neu hier bist, dann abonniere doch mal den Kanal und drück auf die kleine Glocke, dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Heute dreht sich alles um das Thema Schnittmuster sortieren. Das ist für mich seit 1,5 Jahren ungefähr ein wichtiges Thema geworden. Vorher hatte ich das irgendwie nicht, weil ich selten nach Schnittmustern genäht habe und wenn dann nach meinen eigenen. Aber seitdem ich so viel für den Kleinen nähe, brauche ich da irgendwie ein System. Und ich habe vor 1,5 Jahren im Januar 2020 ein Video gemacht, wo ich 3 verschiedene Arten vorgestellt habe, wie man physische Schnittmuster sortieren kann. Und heute im Video dreht es sich vor allem darum, wie man digitale Schnittmuster sortiert, beziehungsweise wie ich meine digitalen Schnittmuster sortiere. Und ich sage euch aber auch nochmal, welche Variante hier bei meinen physischen Schnittmustern sich seit 1,5 Jahren durchgesetzt hat. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Für mich ist ganz wichtig die Kombination aus digitalem und physischem. Das heißt, bei mir ist der Prozess meistens so, ich schaue digital nach, welche Schnittmuster habe ich. Das ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel neue kauft, um zu gucken, habe ich nicht eigentlich einen Schnitt, der im Prinzip das genauso ist, um mich inspirieren zu lassen und um entsprechend zu drucken. Und dann gehe ich aber an meine Mappe, an meine Sammlung und nehme die Schnittmuster dann von da, wenn ich sie zum Beispiel schon habe. Was ich damals vorgestellt habe, waren 3 Varianten. Die erste Variante war, das Ganze in so einer Art Dokumentenmappe zu halten. Das fand ich auch erst eigentlich mit die beste Idee. Ich muss sagen, das hat nicht lange Bestand gehabt, weil die einfach zu klein wurde. Und ja, ich weiß, es gibt so eine ellenlangen Mappen, die man einfach wirklich schier ins Unendliche, wie so eine Akkordeon, wie ein Akkordeon ausziehen kann. Aber irgendwie finde ich die nicht schön und irgendwie, also es wäre eine Variante, aber ich habe mir jetzt nicht nochmal so ein großes Ding gekauft. Das Kleine, was ich habe von damals, nutze ich tatsächlich aktuell für Plotterfolien, die ich einzeln kaufe. Also wenn man so A4-Folien kauft und sortieren die da drinne. Und auch für Plotterfolienreste und dafür ist das top. Die zweite Variante war, das Ganze in solchen Dokumentenhüllen in einem Ordner zu behalten. Und ich finde immer noch, ich liebe diese Dokumentenhüllen, die quasi wirklich stabil sind, einen Klettverschluss haben, da passt relativ viel rein. Ich nutze aber dieses Ordnersystem nicht, denn auch da passen gar nicht so viele Schnitte rein. Ich nutze aber diese Dokumentenhüllen sehr, sehr gerne. Aktuell habe ich da so, in einer habe ich Sticker drin, in der anderen so Seidenpapiere, in dem nächsten Geschenkanhänger und so, also alles so Papeteriesachen. Dafür ist das wirklich großartig. Ich habe das in der Schublade, da fliegt das nicht durcheinander, sondern ich habe die übereinander, also gar nicht in einem Ordner. Dafür nutze ich das. So, und die dritte Variante, die ich vorgestellt habe, ergo auch die, die ich jetzt nutze, sind die Hängeregister. Und das ist wirklich ziemlich cool. Ich nutze hier solche Hängeregister-Karten, wo ich auch euch eine kostenlose Vorderseite, ein Cover, eine Coverpage fertig gemacht habe. Verlinke ich euch unten im Blogbeitrag von damals. Und die ist auch ziemlich cool. Da könnt ihr digital ein Bild einfügen oder ihr klebt es drauf, wie auch immer. Ihr könnt ankreuzen, welche Größen ihr schon habt von dem Schnittmuster. Also einmal in welchen Größen es gibt und dann ankreuzen, in welchen ihr das schon vorliegen habt. Und das finde ich so verdammt mega praktisch, weil ich halt auch schon einiges genäht habe für die Zwillinge oben, die einfach ein paar Größen größer sind. Und ich jetzt schon weiß, okay, ich muss das dann nicht nochmal zuschneiden für den Kleinen, wenn dann die Größe kommt, sondern das habe ich halt schon. Dafür ist das super und auch die Anmerkungen sind mega, eine mega gute Idee, dass man quasi raufschreibt, lieber 2 cm mehr Gummiband, Bündchen habe ich anders genäht, also sich einfach die Gedanken zu dem Schnitt da nochmal zu notieren. Ist mega gut in der Sache. Ich hänge ein bisschen hinterher mit meinen Coverpages. Ich muss das mal machen. Vielleicht schaffe ich das im Zuge des Videos, mir ein paar neue Coverpages anzulegen für meine Hängeregister und die auszufüllen. Ich finde es auch immer cool, als Foto nehme ich entweder ein Screenshot von dem E-Book, was ich da einfüge, oder einfach ein Bild von einer bereits genähten Version von mir. Dann kann ich mich daran erinnern, ah, das war das Kleidungsstück, das war entsprechend gut oder eben nicht so gut. Und genau, in den Hängeregistern habe ich das sortiert nach Hosen, Shirts, Bodies, Onesies und so weiter. Das ist so meine grob Grundkategorisierung. Das funktioniert super. Ich habe mittlerweile 2 so eine Hängeregisterboxen und ich bewahre die in einem IKEA Kallax Regal auf. Gleich wieder weg zu den Anmerkungen noch von den Registerklappen. Ich weiß, die gibt es an der Seite mit so einer mit so einem Häutchen quasi, dass man nicht ganz aufmachen kann, dass nichts rausfällt. Das lieben viele und finden sehr, sehr praktisch. Ich mag es, dass man die komplett aufklappen kann und dann so durchgucken kann und wieder komplett zuklappen. Also ich mag lieber die Registerkarten, die man komplett aufmachen kann. Das ist aber Geschmackssache.
So, und jetzt kommen wir zu der digitalen Version. Was nutze ich denn da? Das habe ich schon, ich glaube, in irgendeinem Video habe ich das mal ganz kurz gezeigt und auf Instagram, aber es war immer wirklich sehr kurz. Und deswegen gibt es heute dieses Video. Ich nutze Trello. Dieses Video heute ist keine Kooperation. Ich kenne Trello schon relativ lange. Ich habe damals bei der Wanda gearbeitet, da wurde das eingeführt und es ist halt wirklich ein Projektmanagement-Tool eigentlich und man kann da super Prozesse abbilden und in Teams arbeiten. Und wir haben bei der Wanda damals auch eigentlich sehr, sehr viel von den Funktionen genutzt, die dieses Tool hat. Und es gibt ganz, ganz viele andere Projektmanagement-Tools, die sicher genauso gut sind und das Gleiche können. Ihr könnt euch da gerne mal ein bisschen umschauen. Ich bin nur aufgrund dadurch, dass ich es damals in der Arbeit genutzt habe, auf Trello hängen geblieben und finde das einfach super dafür und nutze es auch heute immer noch für ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich zeige euch nachher noch ein paar andere Beispiele. Grundlegend zur Software von Trello. Trello gibt es in verschiedenen Varianten. Die Grundsoftware, die für unsere Zwecke hier für die Schnittmuster komplett ausreicht, ist kostenlos. Das gibt es als Webversion, also browserbasiert, als Programm und auch als App für Android und iOS. Was ein Riesenvorteil ist, weil ihr es immer mit dabei haben könnt. Kommen wir auch noch zu. So, was ist Trello jetzt? Trello ist dieses Projektmanagement-Tool, wo ihr verschiedene Boards habt. Ein Board könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie bei Pinterest, ne, wo ihr Ideen zu einem Thema sammeln oder physisch halt wie eine Pinnwand. Und wenn ihr so eine Pinnwand aufmacht, ihr könnt dann ein hübsches Bild im Hintergrund auswählen oder eine einzelne Farbe, wie auch immer, das benennen. Und dann habt ihr verschiedene Spalten und die heißen Listen. Und hier kann man eigentlich Prozesse darstellen, sowas wie ausstehend in Bearbeitung und erledigt. Und dann zieht ihr diese Karten da durch. Dieses Agile, dass man die Karten hin und her bewegen kann, das brauchen wir halt heute gar nicht so unbedingt. Aber es ist trotzdem ein super Tool. Ich lege mir die Listen dann so an nach Kategorien. Das heißt, ich habe hier Hosen, T-Shirts, Bodies, Jumpsuits, Hüte und das kann ich beliebig erweitern. Also ich könnte jetzt auch Taschen machen, Schnittmuster für mich, Röcke, was weiß ich. Also ich kann das in alles unterteilen. Ihr könnt das auch anders anlegen, je nachdem, wie eure Priorisierung da ist. Ihr könntet auch das nach Schnittmuster Designer anlegen, ihr könntet das nach Größe anlegen, je nachdem, wie ihr es am liebsten sortiert habt. Ich finde, so macht das für mich am meisten Sinn. So, und pro Liste könnt ihr dann verschiedene Karten anlegen. Und das sind so die Herzstücke. Eine Karte könnt ihr benennen und da könnt ihr auch einfach ein Bild hinzufügen. Und das ist das, warum es, finde ich, so interessant ist. Ich nehme dann meistens einen Screenshot aus dem E-Book oder ein Bild, was ich halt gemacht habe von dem Kleidungsstück. Und dieses Bild wird als Cover auf der Karte angezeigt. Und wenn ihr davon ganz viele dann habt, also für alle eure Schnittmuster, dann könnt ihr visuell einfach kurz durchgehen, was habe ich denn alles an Hosen-Schnittmustern? Brauche ich noch eins? Ist schon eins dabei, was vielleicht ganz gut passt? Was habe ich alles an Shirts? Und so weiter. Das ist visuell wirklich, finde ich, grandios. Ich bin wirklich ein sehr, sehr visueller Typ. Das könnte rein theoretisch schon reichen. Ihr könntet hier den Cut machen und euch visuell inspirieren zu lassen. Für mich wäre das eigentlich schon der Punkt. Man kann aber noch viel mehr damit machen. Ihr könnt natürlich auch alle Informationen, die ihr auf diesem Deckblatt habt, da in die Karte mit reinhauen, in der Beschreibung. Ihr könntet da auch einen Link mit reinhauen zum Tutorial, wenn es ein YouTube-Video dazu gibt. Ihr könnt auch hier reinschreiben, welche Größen es gibt, welche ihr davon schon geschnitten habt. Ihr könnt eine Checkbox anlegen, zum Beispiel für die Größen und sagen, hier, das gibt es in 86, 72, 80, bla 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 bla. Und dann klickt ihr die an. Ich weiß gar nicht, ob die dann verschwinden oder ob man die noch so sieht, die es schon gibt. Das ist natürlich jetzt eine Frage, wie das mit UX umgesetzt ist. Das weiß ich nicht. Seht ihr aber jetzt gerade. Und ihr könnt auch das komplette E-Book hier hochladen. Je nachdem, wenn es bis zu 10 Megabyte hat. Was natürlich praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, im Stoffladen, im Urlaub oder auf irgendeiner Familienparty, die euch langweilig ist, unterwegs, wie auch immer. Ihr habt überall Zugriffe auf eure E-Books und auf eure Schnittmuster und könnt halt reingucken, ach, wie viel Stoff brauche ich nochmal, wie wird das nochmal gemacht, dann kann ich mich in der Bahn auf dem Weg nach Hause schon mal darauf vorbereiten, wie ich denn meine Bluse gleich zu Hause dann nähe. Also eigentlich ganz cool. Ich finde es mega praktisch, die Sachen immer dabei zu haben. Genau, ihr könnt das also so umfangreich oder so klein halten, wie ihr möchtet. Und die Dateien selber habe ich dann eigentlich auf dem Rechner. Also ich ziehe mir die nicht jetzt jedes Mal von Trello. Ich nutze das wirklich nur zur Visualisierung eigentlich. Mehr nicht. Manchmal ist da noch ein bisschen mehr Info mit dabei, aber eigentlich nutze ich es wirklich nur zur Visualisierung und habe dann die Dateien auf dem Rechner. Meine sind aktuell noch sehr wüst sortiert. Eigentlich immer so, also ich habe einen großen Ordner, wo ich alle Babyschnittmuster reinpacke oder Kinderschnittmuster. Und da müsste ich jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal unterscheiden, weil einige Größen jetzt langsam auslaufen und nur wirklich für Babys sind und er langsam aus den Babygrößen rauswächst. Momentan ist es halt eher so ein bisschen nach Designer sortiert, was nicht ganz so viel Sinn macht, sondern eigentlich würde ich auch hier, vielleicht mache ich das jetzt auch mal, Ordner anlegen für Hosen und dann die Schnittmuster dahinter und dann für Shirts und für Pullis und so weiter. Das halte ich für sinnvoll und vielleicht
schaffe ich das jetzt auch mal zu machen. Ansonsten finde ich das nicht ganz so übersichtlich, gerade wenn man viele Schrittmuster hat, sich da durchzuklicken, geht natürlich auch. Aber ich mag einfach dieses Trello-Board und damit zu arbeiten. Was kann man noch mit Trello machen? Es gibt für Näher noch ein paar andere Anwendungsbereiche, wo das interessant ist. Je nachdem, wie viel ihr näht oder ob ihr gewerblich näht oder nicht, kann man damit zum Beispiel auch seine kompletten Nähprojekte organisieren. Also da wirklich ein Statusboard mit Prozessabbildung zu kreieren. Zum Beispiel könnt ihr sagen, okay, Projekte, die ich mir vorgenommen habe, ist die erste Liste. Und da schreibt ihr dann rein, okay, ich möchte einen Sommerhut nähen, ich möchte Pumphosen nähen, ich möchte ein Schlauchboot nähen, was weiß ich. So, und dann sagt ihr, okay, Material vorhanden vielleicht als nächstes und auf dem Nähtisch, nee, Zuschnitt fertig, auf dem Nähtisch und fertig oder gegebenenfalls UFO, was weiß ich so. Dann könnt ihr die Karten dann anfassen und da durchziehen. Und da macht es zum Beispiel auch Sinn, zum Beispiel in der Weihnachtsproduktion das für Weihnachtsgeschenke zu machen und dann halt, oder Geburtstagsgeschenke, was weiß ich, und dann halt gleich eine Deadline mit dran zu packen. Und dann wisst ihr, was bald wichtig ist. Ihr habt dann auch eine Kalenderübersicht. Vielleicht auch ganz spannend. Was für Selbstständige jetzt als kleiner Tipp, als kleiner Ausflug auch spannend ist, ich mache damit die Übersicht für meine Rechnung. Ich mache nicht meine Buchhaltung damit, das Tool kann ich rechnen, es ist keine Excel-Tabelle, aber ich bin wieder ein visueller Mensch, ich mache damit die Übersicht, welche Rechnung ich gestellt habe und welche noch bezahlt werden müssen. Und das hilft mir extrem. Ich habe hier eine Liste, wo drin steht, noch zu stellende Rechnung, wo ich direkt nach einer Preisverhandlung oder wenn klar ist, ich habe eine Buchung, reinschreibe, okay, der Kunde, das ist das Geld, das ist also der Betrag, das ist die Überschrift. Und dann gibt es die nächste Liste, die heißt gestellte Rechnung. Ich stelle die immer so in Schüben, also nicht alle einzeln, sondern kann dann die abarbeiten, die noch auszustehen sind und schon bearbeitet sind von mir und kann die dann ausstellen, weiß, die sind dann ausgestellt, packt da das Datum da rein, bis wann die fällig sind und dahinter ist es dann bezahlt im Januar, bezahlt im Februar, bezahlt im März und so weiter und kann dann immer auf mein Konto gucken und sehe, okay, ich kann die rüberziehen, das ist bezahlt, das kann ich auch unterwegs machen und weiß dann, wo ich nochmal sagen muss, hey, habt ihr die Rechnung noch auf dem Schirm? Wäre cool, wenn ihr die bezahlen würdet. So. Und dafür hilft es mir extrem. Ich weiß, das kann man auch ganz einfach mit einer Excel-Tabelle ablichten. Aber ich habe schon so viele Excel-Tabellen. Ich will gar nicht so viele Excel-Tabellen. Ich will das alles visuell haben. So. Es ist ja auch nur, wie ich es mache und ein Vorschlag an euch. Jeder macht das anders. Und richtige Buchhalter-Cracks, die kommen mit den, die haben, ich hätte auch ein Tool dafür. Also mein Steuertool könnte das auch. Ich mache es trotzdem mit Trello. Einfach because. So, und dann sind wir durch. Wie gesagt, das ist die Art, wie ich meine Schnittmuster digital organisiere. Es wurde mehrfach nachgefragt, ob ich das mal zeigen kann. Für mich ist die Kombination von digital und physisch total wichtig. Ich nutze es hauptsächlich zur Visualisierung. Ich habe aufgehört, da irgendwelche anderen Infos reinzuhauen, weil ich sie eh nicht nutze. Und ja, es macht Spaß, das mal zu machen und dann sieht das hübsch aus, aber man muss sich immer fragen, ist es effizient? Nutze ich es wirklich? Bei den Karten, bei den physischen, ja, ich nutze es anscheinend nicht ganz, also ich ärgere mich immer, wenn ich die Schnittmuster raussuche, dass die Informationen nicht draufstehen, in welcher Größe ich das jetzt schon zugeschnitten habe und versuche es dann nachzutragen. Deswegen versuche ich hier Besserungen zu geloben und das mehr zu machen, aber es ist auch nicht zwingend notwendig. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei euch ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch eine schlaue Lösung habt, wie ihr eure digitalen Schnittmuster sortiert, wie ihr eure physischen Schnittmuster sortiert, ob ihr das nochmal ganz anders macht. Es gibt ja 1000 verschiedene Varianten, das auf einem Bügel aufzuhängen oder gerollt in irgendwelchen Dosen und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Wofür ich zum Beispiel noch keine richtige Lösung habe, ist, wenn ich mal ein Schnittmuster aus einem Buch nehme und das dann so rumfliegt, weil ich ja die Anleitung nicht dazu richtig dazu packen kann. Packt ihr die dann ins Buch hinten rein, vor allem wenn es große Schnittmuster sind, oder macht ihr dann die zu den anderen Schnittmustern und dann eine Referenz zum Buch? Da bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig, wenn es quasi keinen digitalen Connector gibt. Und ich habe auch nicht alle Schnittmuster, die ich in Büchern habe, quasi digital auf meinen Trello-Boards. Das wäre eine richtige Fleißarbeit. Das wäre natürlich mega cool, weil dann wüsste ich wirklich, was ich habe an Schnittmustern. Aber so weit bin ich dann auch noch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich über ein Abo freuen, weil hier gibt es ganz viele coole Nähanleitungen, aber auch so Näh-Hacks, Näh-Infos wie heute. Und dann vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren oder die Glocke zu drücken. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Und dann wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Wir nähen uns nächsten Dienstag wieder. Das ist ein schöner Abschied. Wir nähen uns nächsten Dienstag hier wieder. 12 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Tschüss.